Ich grüße euch. Heute werden wir uns das Morph-Werkzeug genauer anschauen. Es gibt ja die Möglichkeit beim Morph-Werkzeug mit Linien, mit Flächen oder auch gleich mit Volumen zu arbeiten. Ich zeige zuerst einmal mit Linien her. Das heißt, wenn ich hier Linien zeichne, dann im 3D anschaue, habe ich wirklich 3D-Linien gezeichnet. Es gibt sonst keine Möglichkeit, Linien im 3D zu zeichnen. Das heißt, das ist schon etwas, was man gut nutzen kann, um im 3D eben Hilfslinien zu zeichnen. Das Morph-Werkzeug an und für sich ist ja entstanden, weil eben die parametrischen Werkzeuge in AutoCAD wie Wände, Decken, Dächer, Schalen und so weiter irgendwo ja doch an die Grenzen stoßen. In der Gestaltungsmöglichkeit, manchmal muss man Dinge anpassen und deshalb passt eigentlich das Morph-Werkzeug nicht zu den normalen Werkzeugen. Aber es hat eben die Vorteile der Anpassbarkeit und der freien Gestaltung. Es ist sehr stark dem Google SketchUp-Funktion nachempfunden, leider nicht vollkommen eingebaut und etwas ja, budgeter, aber dafür. Ja, wenn man sich einmal damit angefreundet hat, kann man recht gut gestalten damit. Ich werde jetzt einmal eine Fläche zeichnen. X, 5, Y, 5. So. Im 3D natürlich, sobald ich eine Kontur schließe, mache ich jetzt noch einmal mit dem Linienwerkzeug. Sobald ich eine Kontur schließe, ist es auch im 3D eine Fläche. Wenn ich allerdings... Ich zeige das hier mal. Ein Dreieck ist kein Problem. Aber wenn ich jetzt hier aus der Z-Ebene rausfahre, das heißt X, Y und dann eben Z1, Enter, das heißt, jetzt bin ich da in diesem Punkt höher und ich schließe es dann. Dann kann er keine Ebene reinzeichnen. Das heißt, damit eine Ebene wird, muss ich immer in einer Ebene bleiben. Sobald ich mich aus der Ebene herausbewege, somit wie mit diesem Punkt, geht das nicht mehr. Dann muss ich dann eben später zwei Dinge reinzeichnen. Also verschobene, verdrehte Dinge sind so nicht möglich. Es müssen immer gerade Ebene sein. So, wenn ich reinklicke, bekomme ich meine Pad-Palette und kann einige Dinge anstellen. Ich kann zum Beispiel was herausziehen. Ich kann auch hier, jetzt habe ich genau die Kante erwischt, da muss man ein bisschen aufpassen, wo man hinklickt. Wenn ich hier reinklicke, kann ich das größer und kleiner machen. Also ich kann es genauso rausziehen. Das heißt, wenn ich das jetzt hier hingebe, dann ist der ganze Block größer geworden. Man kann andere Dinge auch machen. Ich kann zum Beispiel, ich gehe mal sehr weit weg, um das zu zeigen, man kann zum Beispiel auch nicht nur rausziehen, sondern ich kann mich dann die Achsen finden. Ja, ist ja egal. Hier. Ich kann mich dann auch mit einem Pfad bewegen. Wenn ich runde Elemente haben will, brauche ich eine spezielle Vorgehensweise. Und es ist gar nicht so einfach, so einen Pfad wirklich zu gestalten. Also es ist sinnvoll, vorher diesen Pfad mit Hilfe von Morphlinien oder anderen AutoCAD-Bauteilen, die ich im 3D anfassen kann, vorher zu bestimmen. So, was geht noch? Ich habe jetzt hier den Ich habe jetzt hier einen Würfel 5x5. Wenn ich reinklicke, das habe ich noch vergessen, wenn ich diesem Pfad folge, muss ich natürlich auf den Endpunkt zweimal klicken, um ihn wieder zu beenden. So, ich kann einen Bereich definieren und dann diesen Bereich rausziehen. Allerdings ist das dann nachträglich, das Bearbeiten solcher Dinge schwierig, auch das Ausrunden von Ecken. Ich gehe nochmal zurück. Das heißt, wenn ich jetzt eine Kante anklicke, kann ich es auch ausrunden, die Kante, einen Meter, Abrundung oder zurück.
Kante an. Alle Kanten. Okay. Okay, zurück. Dann gibt es auch noch die Möglichkeit, einzelne Kanten anzuwählen. Das heißt, wenn ich auf Pfeil bin, habe ich hier einen schwarzen Pfeil und einen weißen Pfeil. Wenn ich jetzt den weißen Pfeil nehme, kann ich einzelne Elemente des Morphs aktivieren. Zum Beispiel diese, diese, diese und diese Kante. Ich klicke jetzt wieder auf die Kante, ausrunden, auf alle Kanten anwenden. Okay, dann betrifft es nur diese Kanten, die ich ausgewählt habe. Zurück. Und ich darf natürlich nicht vergessen, diese Einzelauswahl wieder zurückzustellen. Ich lasse jetzt mal und mache mal Folgendes. Ich wähle diese Kante aus, Steuerung E, und setze es mir von dem Mittelpunkt hier raus. Das heißt, wenn ich einzelne Kanten anwähle, kann ich, oder einzelne Punkte, kann ich dann das Morph verzerren und mit dem wieder weiterarbeiten. Zurück. Einzelauswahl wieder beenden. Dann habe ich wieder das ganze Ding dran. Dann kann ich, wenn ich hier reinklicke, kann man reinzeichnen. Zum Beispiel irgendeine Kontur. Die ist jetzt Teil dieser Morphfläche. Und wenn ich hier wieder reinklicke und sage, jetzt möchte ich nicht mehr zeichnen, kann ich zum Beispiel das raus oder reindrücken. Das entspricht in etwa der Google SketchUp-Funktionalität. Gut, ich gehe mal zurück. Ich mache es jetzt noch einmal. Ich möchte jetzt sowas und dann zeichne ich. Dann möchte er mir natürlich sofort ein Rechteck machen, dass ich dann wieder raus reindrücken kann. Also das ist auch sensitiv, was ich hier heroben eingestellt habe. Oder ich klicke rein, sage Volumen, zeichnen und kann es gleich raus reindrücken, wie ich es eben will. Also nicht vergessen, das hier geht auch. Also mit der Zeichnerei. Es ist aber gar nicht so einfach, einen bestimmten Punkt genau zu erreichen beim Zeichnen. Als Beispiel, ich möchte jetzt ein Meter hier zu zeichnen beginnen. Ich nehme das, wo es heller beleuchtet wird. So. Einmal zurück. So. Ich möchte jetzt hier zu zeichnen beginnen, einen Meter vom Rand weg. Also wenn ich jetzt hier reinklicke, dann bin ich ja schon an dieser Stelle. Wenn ich das anklicke und dann zeichnen sage, ja, wo will er sich dann hinbewegen? Rechte Maustaste, Bearbeitungsebene, Ebene aufnehmen und dieses hier. Das heißt, ich komme hier nicht hin an diesen Punkt. Jetzt kann ich natürlich versuchen, mit Morphlinien zu arbeiten. Dass ich zum Beispiel sage, okay, hier ziehe ich mir eine Hilfslinie mal rauf, hier eine Hilfslinie herüber, diese Steuerung E, einen Meter, diese hier Steuerung E, einen Meter und so weiter. Das heißt, wenn ich jetzt hier reinklicke, zu zeichnen bin ich sofort wieder an dem Punkt. Wenn ich hier raufklicke, erwische ich das hier. So funktioniert das offensichtlich nicht, dass ich genau hier zeichnen anfangen kann. Hilft mir nichts. Weg damit. Das heißt, wenn ich mir jetzt hier den Nullpunkt der Zeichnung hinlege, das würde im Grundriss funktionieren, Alt groß. Und jetzt klicke ich noch die Ebene, Bearbeitungsebene, Ebene aufnehmen, hier, und jetzt in der X-Richtung minus 1, dann kann ich etwas machen. Also ich probiere es nochmal. Also in der X minus 1,
in der y-1. Enter. Ja, jetzt bin ich ja falsch bei der x-Richtung, oder? Also nochmal. x1, y-1. Bin ich auch hier heraus. Nochmal. Muss ja gehen. x-1. Wenn ich jetzt z-1 eingebe, dann bin ich da, wo ich hin will. Auch nicht. Er fängt dann sofort Tierzeichnen an. Also das ist etwas, was mir Schwierigkeiten bereitet. Ich kann allerdings anders arbeiten. Also wenn ich jetzt hier ein Rechteck reinhaben will, dann mache ich einfach ein neues Morph. Ich sage zum Beispiel hier Rechteck, so groß es eben sein soll. Also x minus 2, y minus 2, ja, schiebe ich es mir rein. Steuerung E, 1, Steuerung E, 1. Und jetzt rechte Maustaste, Boolsche-Operation vereinen und reinklicken. Und dann geht's. Das heißt, ich muss dann eben ein extra Teil zeichnen und es danach einfach vereinen. Dann bin ich genau an dem Punkt, wo ich eben anfangen will. Zurück, zurück, zurück. Achso, jetzt ist wieder die Tastatur verstellt. So. Okay. First ist ebenfalls nicht so einfach. Bearbeitungsebene horizontal. Das heißt, wenn ich jetzt hier irgendwo einen First zeichnen will, ist es das wahrscheinlich am gescheitesten zuvor neue Punkte zu setzen. Und dann müsste es eigentlich gehen, Linie. Ich möchte nur eine Linie haben. Von Linie von hier nach hier. Die kann ich jetzt mit der Einzelauswahl wieder anklicken. Steuerung E und nach oben setzen. Wenn ich es anders mache, ist es sehr wahrscheinlich, dass ich hier dann zwei Dreiecke bekomme. Gut. Dann, welche Möglichkeiten gibt es dann noch? Wieder Einzelauswahl. Gesamtauswahl. Wenn ich irgendwo reinklicke, wie gesagt, die Röhre gibt es noch und dann kann ich noch Konturen vergrößern. Was auch ganz praktisch ist für viele Dinge, wenn ich irgendwelche konischen Objekte erzeugen will. Nicht komisch, konisch. Dann, wenn ich reinklicke, gibt es auch noch die Möglichkeit, den Würfel zu verändern. Oder ein Verbiegen hervorzurufen. Hier wäre noch gut, wenn man gleich Drehen und so weiter auch alles drin hätte. Oder dass ich zumindest die obere Kante des, das ist jetzt Wunschdenken, das was jetzt oben grün ist, dass man das extra verdrehen könnte. Ja, wie auch immer. Es ist etwas da, mit dem man arbeiten kann. Gut. So. Was kann ich machen? Momentan ist die Oberfläche eben so, wie ich sie haben will. Ich kann aber die Oberfläche auch überschreiben von dem Ding, das ich reingeklickt habe. Und zwar normalerweise ist natürlich der Bauteil so belegt, wie eben das Baumaterial ist. Ist klar. Habe ich Mauerwerk, Hochlochziegel zum Beispiel. Und jetzt dieses hier eben doch anders, Farbe gelb. Wenn ich wieder reinklicke, dieses hier, weg damit und okay, reinklicken, dieses hier,
Texture Mapping Planar zum Beispiel. Okay. Ja, hier sieht man es, hier geht das Mapping sozusagen ums Eck, da geht es nicht. Ein Fehler. So, was geht noch? Gut. Ich gehe mal auf eine gleichmäßige Sache. Gut. Diese Funktionalität der Morphs, damit kann man auch sehr gut Bauteile simulieren. Ah ja, vorher noch was anderes. Ich kann natürlich auch Dinge miteinander kombinieren. Ich drehe das mal rein. STRG E. Setze es mal so rein. Etwas weiter. Und jetzt sage ich zum Beispiel dieses hier. Rechte Maustaste, Boolsche Operation, abziehen, dieses hier. Man sieht, es wird abgezogen und die Oberfläche hier herinnen wird von dem Abzugselement übernommen. Zurück. Also nochmal dieses hier, oder nein, zuerst dieses hier, rechte Maustaste, Boolsche Operation, abziehen, dieses hier. Und ich habe so etwas erstellt. Das ist reihenfolgesensitiv. Zurück. Dann kann ich auch noch vereinen. Dieses und dieses, rechte Maustaste, haben wir zuerst schon gemacht. Vereinen. Das heißt, ich habe dann die Schnittmenge. Ganz genau habe ich so nicht gemacht, aber es ist egal. Dieses hier und dieses hier, rechte Maustaste, Boolsche Operation. Hier nicht verschneiden, das habe ich jetzt gemacht. Vereinen. Dann habe ich in Zukunft ein Ding, das eben dann so funktioniert, um es kurz zu zeigen. Wenn ich mir zum Beispiel jetzt diese Kante hier aussuche, STRG E, und diese Kante eben jetzt woanders hingebe, wenn ich in der Ebene bleibe, das Ganze mal auf Glas stelle. Modell, nein, hier, abbrechen. Weil es verschiedene Modelle sind, okay. Oberfläche übernehmen, tun wir nicht. Planer, Textur zurücksetzen. Okay. Nein, macht er nicht. Ich alles nehme. Muss ja gehen. Weg damit. Textur zurücksetzen. Okay. Und jetzt sollte ich wieder. Also Einzelauswahl. Ja, vergessen. So, Baumaterial, Glas. Wo habe ich es hier? Glas, Normalglas. So, dann sieht man, dass die innere Struktur des Dreieckes nach dem Vereinen komplett weg ist. Das heißt, er nimmt dann immer nur die Außenoberfläche. Und ich kann dann eben damit weiterarbeiten. So, das wären einmal die wichtigsten Bearbeitungsfunktionen von Morph. Im weiteren Video werde ich eine mögliche Anwendung zeigen.